Ups, jetzt ist doch glatt die Planke abgebrochen. Das war's dann wohl mit meinem Geheimversteck. Naja, mehr als diese 30 Schilling sind sowieso nicht mehr drin. Na dann, nachts sind alle Katzen drauf. Haben Sie etwas gegen Katzen? Tja, lassen Sie es mich so ausdrücken. Der frühe Vogel fängt den Wurm? Ich bin weiß Gott kein Frühaufsteher. Herrje, die Parole! Wie soll ich wissen, ob ich Ihnen vertrauen kann, wenn Sie die Parole nicht aussprechen? Es war nie von einer Parole die Rede. Nicht? Verdammt, da haben die Kollegen vom Auswärtigen schon wieder geschlampt. Es sollte einfach mehr Agenten von meinem Schlag geben. Dann wäre auch das Empire nicht dauernd in Gefahr. Also dann, sind Sie Mr. Keen? Sagte ich das nicht schon? Schön, schön. Dann werde ich Sie mal ein bisschen einweihen. Natürlich nicht besonders viel. Immerhin sind Sie nur der Kurier. Also, ich, der beste Agent, den das Empire zu bieten hat, werde nach Tooth Island geschickt, um zu schauen, was der abtrünnige Dr. T dort so treibt. Denn das Empire steht vor einem schweren Schicksalsschlag. Eine seltsame Art von teefressenden Pflanzen frisst die indischen Teeplantagen leer. Nur eine Teesorte bleibt davon verschont. Die Sorte des Dr. T. Seltsam, nicht wahr? Oh, eine Teekrise. Wie dramatisch. Ich muss mich festhalten. Naja, der gewöhnliche Brite könnte sich ja ein wenig in Enthaltsamkeit üben. Aber niemals wird die Queen auf ihren Morgentee verzichten. Und für den Tee der Queen werden Armeen ausgehoben und Generäle in Marsch gesetzt? Viel bedeutender. Die Queen schickt mich. Ein Teehändler, der Dr. T heißt? Wie albern ist das denn? Ich glaube ja, es ist ein Künstlername. Teefressende Pflanzen? Ach Quatsch, was soll daran seltsam sein? Also ich finde das schon ein wenig seltsam. Aber man weiß, dass dieser Dr. T Experimente an Pflanzen vorgenommen hat. Danke, ich habe den vollen Überblick. Ausgezeichnet! Wenn Sie der beste Agent des Empire sind, besteht Grund zur Sorge. Oh nein, denn ein einziger guter Mann kann ausreichen, eine Schlacht zu gewinnen. So habe ich das nicht ganz gemeint. Fehlt wohl an historischer Bildung, wie? Was muss ich dabei tun? Sie können sich erstmal nützlich machen, indem Sie dieses Paket zur Post bringen. Aber da ist ja nicht mal eine Briefmarke drauf. Das ist Ihr Problem, nicht meins. Wenn Sie das Paket verschickt haben, bin ich abreisebereit. Hey, ich bin Kapitän und kein... Jetzt stellen Sie sich mal nicht so an. Kurier ist Kurier. Gutes Personal ist schwer zu finden heutzutage. Was führt dieser Dr. T wohl im Schilde? Was er im Schilde führt? Das weiß man ja nicht. Deswegen werde ich ja hingeschickt. Wir wissen nur, dass er seit Jahrzehnten Forschungen an Pflanzen vornimmt. Tooth Island ist bekannt für seine fleischfressenden Riesenpflanzen. Vielleicht hat er Manipulationen an ihnen vorgenommen. Nur, was das alles mit dem Empire zu tun hat, das muss und werde ich herausfinden. Auf ins Abenteuer! Hahaha, voran ihr Burschen! Oh je, ich muss einen Irren über den Ozean schippern. Ich soll also wirklich für Sie den Postboten spielen? Jetzt kommen Sie sich mal nicht so besonders wichtig vor. Als ordentlicher Agent bin ich bestens über Sie informiert. Ich habe Ihren kompletten Lebenslauf vorliegen. So, was wissen Sie denn über mich? Nun, folgende Geschichte dürfte Ihnen sehr bekannt vorkommen. 1871 wurden Sie als Zweijähriger ins Londoner Waisenhaus eingeliefert. Eltern unbekannt. Einziger Besitz? Ein Messer mit einem seltsamen Schlüssel daran. Sie wissen sogar von meinem Messer? Wow! Später sind Sie dann ausgebüxt und erst Matrose, dann schließlich Kapitän auf der London-Indien-Route geworden. Verstehe. Mein Ruf eilt mir wohl voraus. Im Gegenteil. Wir haben Sie ausgewählt, weil Sie bis jetzt so erfolglos waren, dass sich kaum jemand an Sie erinnert. Also jetzt mal langsam. Ich bin auf der London-Indien-Route schnell wie ein geölter Blitz. Wir haben nur von dem Blitz gehört, der letzten Sommer in Ihren Mast eingeschlagen ist. Moment, keiner kann seinen Lagerraum voller packen als ich. Das wäre vielleicht interessant, wenn Sie mal etwas anderes als Ratten laden würden. Aber ich bin immer noch der einzige Kapitän, der noch nie vom Zoll durchsucht wurde. Aber nur, weil Sie auf der langen Liste der Beamten an der allerletzten Stelle stehen.
Na gut, ich hatte in letzter Zeit nicht allzu viel Erfolg. Sehen Sie, Sie sind deswegen eine perfekte Tarnung für einen so wichtigen Mann wie mich. Und jetzt besorgen Sie erstmal eine Briefmarke und bringen Sie dieses äußerst wichtige Päckchen zur Post. Danach sollten wir dann aufbrechen. Ein geheimes Päckchen ohne Briefmarke. Eine mysteriöse Frau auf einer mir unbekannten Suche. Na, immer noch auf der Suche nach einem Abenteuer? Und wieso hast du bei dieser Hitze einen Mantel an? Vermutlich aus dem gleichen Grund, aus dem du Handschuhe trägst. Na gut, lassen wir dieses Thema. Und wo führt dich dein Abenteuer hin? Ich habe von meinem Bestimmungsort noch nie was gehört. Bin ja nicht aus der Gegend. Ich muss auf eine kleine Insel namens Tooth Island. Was? Ausgerechnet diese unbekannte Insel? Ich glaub dir kein Wort. Es stimmt aber. Hier ist der Einladungsbrief, den ich erhalten habe. Lass mal sehen. Tooth Island. Stimmt. Na gut. Es ist zwar seltsam, aber du hast das gleiche Reiseziel wie meine Crew und ich. Oh, wunderbar. Würdet ihr mich mit an Bord nehmen? Klar. Das kostet dich allerdings etwas, Schätzchen. Oh, leider habe ich gar kein Geld mehr übrig. Vielleicht kann ich mich ja irgendwie anders nützlich machen. Ich habe noch nie an Deck mitgeholfen, aber ich bin sehr geschickt in technischen Dingen. Tut mir leid. Amateure können wir auf See wirklich nicht gebrauchen. Ich könnte versuchen, etwas zu kochen. Auf dem Weg hierher habe ich mich schon zweimal als Köchin versucht. Dass sich danach alle übergeben mussten, lag sicher nur am starken Seegang. Eric ist ein fabelhafter Koch. Tut mir leid. Weißt du was? Dann musst du eben auf meine Gesellschaft an Bord verzichten. Und auf meine Fähigkeit, ein leckgeschlagenes Schiff in 20 Minuten wieder seetüchtig zu kriegen. Hey, warte! Aber das hätte ja nur der Kapitän von diesem Schiff dort nötig. Auf Wiedersehen! Na gut, du darfst umsonst mitfahren. Ausnahmsweise. Aber erzähl's keinem. Wirklich? Oh, vielen Dank. Wie gut, dass ich dich getroffen habe. Wo hat eigentlich dein Abenteuer begonnen? Ich bin aus Amerika, du weißt schon. Die ehemalige britische Kolonie. Wow, das war aber eine lange Reise bis nach Kapstadt. Und woher kommst du? Aus London. Genau genommen weiß ich das nicht hundertprozentig. Ich bin nämlich in einem Waisenhaus aufgewachsen, seit ich 2 Jahre alt war. Meine Eltern habe ich nie kennengelernt. Glaub mir, manchmal ist es sogar besser, seine Eltern nicht zu kennen. Bis später. Helfen Sie einem Ehemann. Was ist das denn? Eine Schiffsplanke. Ein kleiner Beitrag zu Ihrem nächsten Schiff. Oh je. Von welchem Schiff ist sie? Von meinem. Sie Armer. Dann ist Ihres auch kaputt? Nein. Nur etwas pflegebedürftig. Sie tun mir richtig leid. Wissen Sie was? Ich schenke Ihnen meine Pfeife. Sie werden sie noch brauchen, wenn Sie auf einem fernen Eiland gestrandet sind und über Ihre Situation erstmal gründlich nachdenken müssen. Aber ich bin nicht Raucher. Noch, mein Lieber. Noch. Nehmen Sie meine Pfeife. Sie werden sie dringender brauchen als ich. Außerdem ist Rauchen eine verdammt teure Angelegenheit, wenn Sie gerade jeden Penny für ein neues Schiff zusammenkratzen wollen. Eine kleine Spende für einen, dem das Schicksal übel mitgespielt hat. Helfen Sie einem ehemaligen Kapitän. Ein paar Pennys, damit ich mir ein neues Schiff kaufen kann. Ein paar Pennys. Eine leere Teedose von Dr. T's Finest. Helfen Sie einem ehemaligen Kapitän. Ach, was soll's. Es kann nie genug Möglichkeiten zum Verstauen geben. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Ich könnte weiß Gott was erzählen. Die Wespen bewachen eine schlecht ausgespülte Müsli-Schale. Helfen Sie der Walföderation, Moby Dick zum Präsidenten von Südafrika zu machen. Ah, was sage ich, macht keinen Unterschied. Helfen Sie einem ehemaligen Kapitän, der sein Schiff verloren hat. Eine kleine Spende für einen, dem das Schicksal übel mitgespielt hat.
helfen Sie einem ehemaligen Kapitän. Damit kann man Tabak rauchen. Ein paar Pennys, damit ich mir ein neues Schiff kaufe. Nicht sehr schön, aber wen kümmert's, wenn es mit leckerem Müsli gefüllt ist? Der Brief, den sie mir gab, mit einer Marke drauf. Ein bisschen mehr Geld. Nicht sehr schön, aber wen kümmert's, wenn es mit leckerem Müsli gefüllt ist? Wenn ich das so mache, schwimmt mir die Marke am Ende noch weg. Ich brauche ein Gefäß. So gut wie neu. Ein paar Pennys. Endlich versandfertig. Helfen Sie einem ehemaligen Kapitän.